Okay. Was? Was ist das denn? Achso, gehört zum Balken. Hat sich hier irgendwas getan? Nö. Hier ist alles beim Alten, ne? Bin ich eigentlich die Treppe hier schon mal hochgegangen? Ich glaube ja fast nicht. Weil man sie nicht hochgehen konnte. Gut, hat sich geklärt. Hier ist. Ich höre das Schweinchen. Das müsste ja jetzt wieder da irgendwo sein. Okay. Und hier kann ich wahrscheinlich auch noch nicht hin. Hier ist. Wahrscheinlich was auf der anderen Seite. Okay. Was? Was ist denn jetzt passiert? Der Hinterausgang bleibt irgendwie verschlossen. Trotzdem scheint er der einzige Weg in die Freiheit zu sein. Ach so. Ja. Gut, dass du das jetzt bemerkt hast. Da ist ja unsere Freundin drin verschwunden. So, das bringt mir ja auch nichts weiter. Ja. Denn tut's mir ja leid. Dann müssen wir da nochmal lang. Und Schweinchen bekämpfen. Du gehst auch noch nicht auf. Okay. Hier war ja auch eine Tür, in die wir auch nicht rein konnten, wenn ich mich richtig erinnere. Nö. Nicht wirklich. Ja, das wird jetzt ein bisschen. Hallo. Unheimliche Musik, du kannst aufhören. Oh, da ist Schweinchen. Ja. Bleibst du jetzt stehen oder kommst du zu mir? Nee, du kommst zu mir. Ja, komm mal noch ein bisschen. Ich gehe hier schon mal rein. Und komm mal her. I'm waiting. Ah, es hat mich gesehen. Ja, Hallöchen. Den renn mal. Das wird schon im Weg kleiner. Und es ist zu schnell, um es zu verfolgen. Das finde ich eigentlich schade. Ich könnte es einfach beiseite kicken und mir den Schlüssel nehmen. Oh, ich müsste ja jetzt hier abfangen können. Oder wird's zwischendurch wieder groß? Hoffentlich nicht. Da bist du hässliches Mistvieh. Okay. Weg ist es. Ja. Haben wir das jetzt auch erledigt? Dann haben wir wenigstens mal kurz Ruhe, uns hier ein bisschen umzusehen. Bringt es was, wenn ich jetzt hier die Tür öffne? Einfach nur mal versucht. Hier ist die Tür aufgekickt. Weil sonst gab es ja auch nichts, oder? Ich kann da aber auch nicht reinsehen. Nö. Schade, schade. Wahrscheinlich verkriecht sich da und weint. Was er mir schon wieder fast leid tun könnte. Das ist zugenagelt, ja. Wahrscheinlich mit Grund. Oh. Hallo, ist das nicht eine Tür? Aber da kann ich nicht raus. Okay. Nö, dann ist hier auch nichts. Nee. Oh, eh. Aha! Ist jetzt nicht zu fassen, oder? Ist ein Schlüssel, ein kleiner Schlüssel. Ja, das heißt jetzt aber noch nicht, dass ich damit in den Schrank kann. Oder? Ich meine, ich würde es jetzt ausprobieren, gerne sofort. Dann muss ich hier nicht weiter rumrennen. Aber wie hätte man denn darauf kommen sollen? Ich meine, ich habe da nur was blinken sehen, aber. Naja, fragen wir uns nicht weiter. Kommen wir mal wieder zur anderen Seite. Gucken, wo uns dieser Raum hinführt. Totolo. Ich habe ja die Hoffnung, dass, wenn wir einmal alles ausgelöst haben und im Gang waren, nicht noch weiter erschreckt werden. Außer von diesem Ding, was hier die ganze Zeit rumfliegt. Wo ich auch immer noch nicht weiß, was es eigentlich ist und ob es uns helfen will oder wehtun möchte. Bis jetzt macht es ja gar nichts, außer dass es uns einmal erschreckt hat. Es ist ja relativ neutral. Wo war das? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht jetzt, wo dieser Raum war. War der hier? Aber ich werde damit nicht in die Mädchentoilette können, oder? Oder? Könntest du ja nochmal probieren? Hallo? Ah nee, das Schloss war kaputt. Gut. Hat sich erledigt. Das Mädchen ist nicht hier? Wieso war ich denn hier nicht drin?
Oder war ich hier schon drin? Doch, hier war ich doch schon. Die Tür nicht aufgemacht. Okay. Hier höre ich es wieder knarzen. Ach, genau, hier war das. Genau. Hier kam wieder diese seltsame Musik. Ja, ja. Ja, ja. Bin ja schon unterwegs. Kannst aufhören. Sonst? Nee. Na gut. Hoffentlich war der Schlüssel jetzt richtig. Ja, sehr schön. Ach du Scheiße. Wenn ich das schon sehe, will ich gar nicht weiter. Der Schrank ist jetzt offen, dankeschön. Guck dir mal der... Oh Gott. Hallo? Wieso hat der denn hier so einen Umkleideraum? Was ist denn hier verkehrt? Ist die Tür gerade wieder... Darf ich wieder raus? Nein! Shit! Ah, ich will nicht. Ich will nicht. Was ist das denn? Sind das Scheren? Kann ich davon eine mitnehmen und wieder... Was ist das denn für ein hässliches... Ach du Scheiße. Als eine Puppe. Nein, ich war erst letztens beim Friseur. Ich möchte nicht. Geh weg. Hau ab. Ich war schon. Und ich war recht zufrieden mit der Frisur. Hau ab. Wo bist du? Du hässliches Mistvieh. Peter? Oh, ich sehe dich. Ja, ja. Hau ab. Uhuhu. Oh, da stehst du noch. Kann ich noch mal? Nein, kann ich nicht. Ja. Mann, das sind aber nette Geräusche im Hintergrund. Die machen die Situation viel besser. Peter, wo bist du hin? Ah! Ach du Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Nein, ich hab dich fotografiert, du Blöder. Hey, lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich hab dich fotografiert. Da. Wunderschöne Aufnahme von dir. Geh weg. Shit. Ich frag mich, wie oft wir getroffen werden können. Wahrscheinlich nicht mehr allzu oft. Ich renn hier einfach mal rum. Bis Peter sein schickes Häuptchen wieder zeigt. Hallo. Ey. Ja, ich wollte gerade sagen. Freund. Oh. Nein, nein. Oh. Hallo. Wo bist du denn? Geh weg. Hau ab. Das war's noch nicht. Nein, nein. Natürlich nicht. Ich sehe dich. Hau ab. Nein. Ey, er war doch da. Wieso darf... Oh nein, ich höre ihn schnippeln. Wo? Wo bist du? Nein! Ich habe dich fotografiert. Lass mich los. Nein, 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 nein. Nein, alles wird schwarz-weiß. Oh, fuck. Ah, shit. Okay. Ey, ich lebe noch. Steh einfach auf und mach weiter. Oh. Huch. Wo sind wir denn hier? Ich renn mal aufs Licht zu. Es soll ja bekanntlich eigentlich nicht so gut sein, aber... Ah, das war also... Und jetzt darf ich von vorne. Mein Gott. Ist das nicht ein schöner Punkt zum Wiedereinstieg? Ja, ja. Du, ich, hab die letzte Friseurrechnung nicht bezahlt, weil mir hat der Schnitt einfach nicht gefallen. Du hast nicht den Groove, den ich mir aus... suchen würde. Oh, ich höre schon wieder schnippeln. Wo ist er denn? Peter. Mensch, jetzt... Nein, Peter. Hör zu. Das mit der Rechnung können wir auch anders regeln. Ich kann ja Haare auffegen. Oder die Puppe. Die hatte da, ich glaube, ein paar Augenprobleme. Da, ich habe da immer noch Tropfen. Die wollte die andere halt nicht. Die kannst du gerne haben. Unentgeltlich. Wie sieht's aus? Oh Gott.
Ja. Ich hab doch eben. Wo bist du? Ich will gar nicht. Oh, nein, das war nicht. Okay, da bist du. Hi, Peter. Ich habe so viele schicke Fotos von dir. Wenn wir die aushängen, wir können Werbung für deinen Laden machen. Ah! Aber dafür musst du auch mal Verständnis zeigen. Oh, wie oft muss ich denn eigentlich noch knipsen? Kannst du bitte aufhören? Ja, ich höre dich. Du bist nicht zufrieden. Wäre ich auch nicht. Alter. Nein, 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 nein. Oh. Alter. Ey. Ich hab dich. Hab ich ihn jetzt getroffen? Er schien nicht mehr ganz so. Lo! Peter, 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 Peter! Nein! Komm! Ey! Hör auf! Ich hab dich doch jetzt. Jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt hörst du aber auch mal auf hier. Lass mich aus der Ecke raus. Nicht schon wieder. Nein! Herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play von Dreadout. Zuletzt war ich an diesem dämlichen, verfluchten, ich möchte gar keine weiteren Schimpfwörter an ihn verschwenden, Scissors Boss hängen geblieben. Ich habe unendlich viele Versuche gebraucht. Also die gingen bestimmt schon in die 20, 30 Stück. Ich darf mittlerweile auch bestimmt eine Minute zum Licht rennen, um respawnen zu dürfen. Und habe es dann heute natürlich außerhalb der Aufnahme geschafft. Ich habe nicht dran geglaubt. Ich wollte es einfach nochmal probieren auf den Abend. Das ist jetzt kurz vor eins. Ich wollte das Spiel schon für mich abschreiben, aber habe es jetzt, wie gesagt, doch geschafft. Ich werde jetzt auch mal gleich weiterspielen. Ja, hier haben wir eine Schere. Diese Schere hat der Geist aus dem versteckten Kinderzimmer fallen gelassen. Ja, ihr habt nicht viel verpasst. Eine kleine Zwischensequenz noch mit diesem dämlichen kleinen Baby hier. Schläft hier was? Irgendwas atmet hier. Das ist nicht das Baby, oder? Ach so, ja, ich habe das Licht ausgemacht zwischendurch, damit ich besser sehen konnte, wo der Geist spawnt. Ja, am Ende war es halt auch nicht mehr wirklich gruselig. Es war einfach nur noch nervig. Ich bin froh, dass wir das jetzt hinter uns gebracht haben. Aha, eine Nähmaschine. Ist ja ein interessanter Raum für so einen Schuldirektor. Ich höre irgendwas auf jeden Fall hier schnarchen und ich glaube nicht, dass es das Baby ist. Es kommt irgendwie aus dieser Richtung hier. Konnte ich hier eigentlich noch was aufnehmen? Habe ich irgendwas vergessen? Mit der Schere nehme ich mal an, können wir jetzt auch dieses dämliche Band vom Schweinchenvieh. Hallo? Gruselige Musik. Kätzchen läuft immer noch hin und her. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich da machen soll. Ich könnte schwören, hierher kommt dieses Schnarchen. Irgendwas? Schnarcht hier auf jeden Fall. Ja, wir sind ja auf der anderen Seite jetzt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal runter. Und diese Tür ist schon wieder zu. Ich glaube, ich habe die schon dreimal geöffnet. Wir müssen runter und zum Schweinchen. Vielleicht schläft es ja gerade und das hören wir die ganze Zeit. Auf jeden Fall ist es einen Versuch wert. Konnte man die Stadt von hier aus schon immer so gut sehen? Ich meine nicht, oder? Es ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen. Erwartet uns offensichtlich noch einiges. Wie komme ich denn jetzt? Ach, ich muss einmal runter. Genau. Dann nehmen wir am besten den Weg hier lang. Ich habe auch gelernt, dass sie offensichtlich zwischendurch einfach außer Atem gerät. Hallo Mäuschen. Ja. So, jetzt haben wir nämlich auch das Achievement. Ich habe zwar schon ein Foto von ihr gemacht, aber es hat irgendwie nicht gezählt. Warum auch immer. Ja, ich meine, der Hintergrund war vorher nicht so gut zu sehen wie jetzt.
Ich bin mir ziemlich sicher. Vielleicht haben wir damit jetzt irgendwie mit dem Bossfight da was ausgelöst, dass wir wieder raus dürfen. Das wäre natürlich schön, sobald wir den Schlüssel haben. Hier hat sich jedenfalls nicht viel verändert. Nö. Tür ist auch nach wie vor zu, nehme ich an. Der Schnarchen kommt von hier. Von hier drinnen, oder? Hallo? Irgendwas schläft hier. Von der anderen Seite. Wahrscheinlich. Aha. Aha. Hallo? Schweinchen Dick? Da ist es. Ja. Okay. Ich hoffe, wir können die Schere einfach mit E benutzen, dass sie das automatisch macht. Ansonsten können wir durch die Tür zurückrennen. Es liegt hier aber nicht. Ja. Sei lieb. Ganz leise. Sneaky, sneaky. Wir gehen wieder weg und lassen dich heiern. Armes Schweinchen. Oh, shit. Oh, shit. Ich sehe da was. Wir rennen jetzt einfach mal. In der Hoffnung. Okay. Oh, fuck. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Da kam uns gerade der Geist wieder entgegen. Das Ding hat auch gehört zu schnarchen. Das beunruhigt mich. Und ich sehe da was. Und da kommt man nicht durch. Bin ich mir fast sicher. Na super. Da dachten wir gerade, es wird vielleicht etwas besser. Und schon reiten wir uns in die nächste Scheiße. Hallo? Mami? Hallo? Ja, was kann ich für dich tun? Ja, das ist mein Name. Kann ich dir helfen? Worüber lachst du denn? Bist du das, der mich hier gerade auslacht? Okay. Was ist denn so witzig? Darf ich den Witz auch hören? Ich bin ja dafür, das sind ja schön viele Fliegen. Muss ich gestehen. Kann ich hier mittlerweile rein? Nein, darf ich nicht. Wo verstecken wir uns denn gleich vor dem Vieh? Ich schätze mal, dass wir das gleich angreifen, irgendwie erledigen müssen. Hallo? Ich hab was gegen Insekten. Hat jemand vielleicht. Redet ihr gerade mit mir? Oh, es speichert. Hallo? Ich möchte nur vorbei. Ihr könnt. Seid bestimmt lieb zu mir, oder? Ich laufe hier einfach mal durch. Ja. Du scheinst ja. Oh, das ist ein ganz schön langer Gang. Der war aber vorher noch nicht so lang, oder? Will ich wirklich hinter mir gucken? Da hinten ist irgendwas, glaube ich. Renn ich da gerade auf. Alter, was bist du denn für ein hässliches Teil? Darf ich hier rein? Danke. Nein, darf ich nicht. Okay. Alter, du bist ganz schön. Oh mein Gott, was bist du denn? Du siehst nicht gesund aus. Nein! Oh. Hallo. Ja. Hupsi. Sorry. Oh, da sind wir ja schon lange nicht mehr hingerannt. Steh auf, Linda. Wir haben 1 Kilometer Marsch vor uns. Okay, hätten wir echt vor dem nicht fliehen können, hätte ich vielleicht mehr Türen aufmachen müssen. Ich konnte jetzt ehrlich gesagt keine entdecken. Also, ich habe schon Türen gesehen, natürlich, aber keine, die mir. Keine macht den Drogen. Ja, genau. Genau, Kinder. Keine macht den Drogen. Ich habe jetzt keine Tür entdeckt, durch die irgendwie anders aussah. Und ich wollte. Ich habe auch nicht hinter mich geguckt, ehrlich gesagt, weil ich die Fliegeviecher nicht sehen wollte. Na super.
Wenn wir das jetzt nochmal machen müssen, dann werde ich wohl einfach Türen random ausprobieren. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir das nicht nochmal machen müssen, aber vielleicht ist ein einfacheres Spiel eher etwas für dich. Nein! Ich schluck mir jetzt jede Art von Bemerkung. Das dürfte ich mir schon x-mal durchlesen. Na komm, Linda. Nicht außer Atem geraten. Wir sind schon so auf diesem Weg gerannt. Bist besser als jeder Militärtyp mittlerweile ausgebildet. Ein roter Rahmen um den Bildschirmrand zeigt an, dass ein übernatürliches Wesen in der Nähe ist. Ja, das haben wir mittlerweile auch bemerkt. Danke für den Tipp. Ich will ja nichts sagen, aber oh mein Gott, ist das ein langer Weg. Und es resettet sich auch nicht. Auch nicht, wenn man mehrere Tage hintereinander nicht spielt. Das ist sowas von ein blauer Rahmen um den Bildschirmrand zeigt an, dass irgendwo hier etwas zu tun oder zu finden ist. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Und Linda ist wieder am Hecheln. Na komm. Ja, das Licht. Wir gehen zum Licht.